dich, dich. Wir sollten gleich mal schlafen. Danach will ich hier unten noch ein Fitzel, dann sind wir glaube ich schon durch. Okay. Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht, da wäre noch mehr Abzweigungen gewesen. Was bist du? Erholsame Rast. Alle Gruppenmitglieder erhalten plus 10% Macht, Magie, Wahrnehmung und Glück. Oh. Dafür ist der kleine Mann vielleicht da. So, hier war die Truhe. Nö. Dann wären hier irgendwo dunkelgraue Felder, wenn ich da noch nicht gewesen wäre. Ich denke, damit sind wir durch mit der Spinnenhöhle. Ich gucke trotzdem noch mal ganz kurz hier hin. Nur für den Fall, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Nö. Okay, dann können wir jetzt wieder zu Maximus, der gesehen hat, dass wir den Auftrag erledigt haben. Und uns von ihm den nächsten Auftrag holen, mit dem wir hoffentlich die Stadt verlassen können. Ich glaube, das war der Auftrag mit den Nagas. Beim Leuchtturm. Auch wenn wir das nicht sofort machen werden, denn die Nagas waren ganz schön garstig. Und vor allem der Bosskampf mit dem Runterschubsen vom Leuchtturm. Und nee, da machen wir lieber erst was anderes. Also draußen den ganzen Banditen töten zum Beispiel. Und gucken, ob die Banshees noch da sind. Ich hatte ja gemutmaßt, dass sie rausgenommen wurden, weil sie eigentlich nur als Platzhalter eingefügt wurden, aber wissen tue ich es nicht. Müssen wir dann schauen. Genau, räuspern. So, wieder draußen. Dum, 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 dum. Da ist Maximus. Hallo, Maximus. Dunkelheit im Leuchtturm. Nein, Talana, haben wir nicht. Wir haben nämlich gar nichts zu tun, bevor wir aus der Stadt raus dürfen. Wir dürfen nur raus, wenn wir den Auftrag aufnehmen. Also halt die Klappe, Talana. Nächste Seite, fortsetzen. Ach, übrigens, solltet außerdem mit Rosalie in der Kapelle sprechen. Oh, das hätte ich fast vergessen. Raus. Also, wir haben jetzt die Erlaubnis, die Stadt zu verlassen. Wir haben einen Auftrag für den Leuchtturm und den Hinweis auf eine weitere Queste. Da gucken wir noch gleich mal nach. Was wäre hier oben? Klick. Dienste, Ausbildung, Klatsch. Klatsch, Klatsch, Straßenräuber. Die Behörden des Einhorn-Herzogtums haben mich hergeschickt, um eine Reihe von Diebstählen zu untersuchen, die auf der Hauptverbindungsstraße zwischen Karstal und dem übrigen Imperium stattgefunden hat. Ich glaube, ich weiß mittlerweile, wo der Schlupfwinkel der Banditen ist. Ich bin auf der Suche nach tapferen Männern, die mir dabei helfen, diese Banditen ihrer gerechten Strafe zuzuführen und vor allem einen ganz bestimmten Gegenstand wieder zu beschaffen. Habt ihr Interesse? Ja. Welcome aboard. We're here to help. Elras Signor, ich verlieren wir keine Zeit. Wir müssen zu ihnen, bevor sie den Gegenstand zu den freien Städten im Osten schaffen. Oder noch Schlimmeres damit anstellen. Okay. Neuer Auftrag. Soweit, so gut. Also gehen wir mal gleich raus. Wir könnten jetzt da wieder zu der Identifiziererin. Aber für einen Gegenstand finde ich das ein bisschen albern. Also bringen wir lieber noch ein, zwei Gegner um. Kriegen noch ein bisschen was an Gold. Und dann können wir wieder zurück in die Stadt. Macht ein bisschen mehr Sinn. Weil wir kommen ja auch so einigermaßen klar. Wir müssen ja nicht wirklich unser Inventar maximieren, also was die Ausrüstung angeht und so weiter. Wir spielen ja nur auf normal. Auf schwer müsste man das bestimmt. So, aber jetzt lass mich raus in die Welt. Ich muss töten. Was ist das eigentlich? Sieht irgendwie zwergisch aus. Ich höre die Außenwelt. Ganz leise Brise. Und knatschendes Holz. Komm schon! Na also. Their first heroic deed behind them. The raiders left the safety of Sorpigal and started their journey through the savage Ajin Peninsula. Their hearts filled with promises of riches and adventure. Unsere erste Heldentat hinter uns.
Ja, so ein Spinnennest ausräuchern ist schon okay. Heldentat, ich weiß nicht. Fantastic adventures awaited them, as their path was to be filled with challenging quests and innumerable battles. Looks like they smelled us. Forgot to take a bath. Sie haben uns gerochen, sagt We are Alana. all aware that these parts are full of brigands, right? Ja, sind wir, Talana. Die ist ganz schön viel am Meckern. Man merkt, dass sie sich auch zynisch gestellt hat bei der Charakterstellung. Oh, ein Buch. Aber nicht das Buch, was wir suchen sollen für sie. Something is coming our way. Be ready. Oh, Gegner in der Nähe. Was machst denn du? Die Gruppe ist wiederhergestellt. Können wir dich mehrfach benutzen? Nein. Okay, wir merken uns, diese Brunnen nur benutzen, wenn wir wirklich geheilt werden müssen. Was bist du? Okay, du bist neu. Du bist neu. Hier ist eine Menge neu. Oh, und ich bin seitlich in den Gegner reingelaufen. Da, bist du eine normale Spinne oder bist du eine Riesenspinne? Also eine Elite-Riesenspinne, wie auch immer. Gucken wir mal. Ne, du bist eine normale Spinne. Okay. Ja. Feuer. Spotten, hauen, Eis. So. Hey, stirb endlich. Wollte schon sagen, wir sollten es eigentlich langsam hinbekommen, in einer Runde eine kleine Spinne zu töten. Und was zur Hölle machst du da hinten? Sieht sehr bedrohlich aus. Ah, hier ist noch eine Spinne, okay. Irgendwo zumindest. Wo ist die Spinne? Das Geklacker von der Spinne, aber ich sehe sie. Oh, da ist ein Wolf. Hatten wir schon mal gegen Wölfe gekämpft? Ich glaube, die sind auch neu. Ah, da hinten. Die Spinne hat uns angegriffen. Ich glaube, das war schiefgelaufen. Der Wolf da hinten dreht sich im Kreis. Klacker, klacker, klacker. Ich muss jedes Mal Steuerung Alt R drücken. Ah, da hinten. Okay, ich probiere mal zu denen da hinten hinzukommen. Ist es nicht? Denkt der Wolf da hinten auch, der dreht sich nämlich im Kreis. Ah, hallo Wolf. Töten, zaubern, zaubern, töten. Wow. Du bist kaputt. Da war aber noch eine Spinne. Genau du. Komm her. Komm hier. Ohne Kiste. Eis. Feuer, hauen, hauen. Kein Gift, sehr gut. Hauen. Das war ein dramatisch langer Kampf. Aber jetzt haben wir anscheinend keine Akro mehr, sehr gut. Was bist du für ein komisches Ding? Wir sind bestimmt für später irgendwie ein Teleportationssystem oder so. Kiste? Beute, 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 Ausrüstung. Alles plündern. Wer hatte noch keinen Helm? Du hast einen Helm, du hast einen Helm, du hast keinen Helm. Und du kannst einen Eisenhelm tragen. Okay. Warum auch nicht? Zauberpunkte. Schlafen einfach. I feel stronger. Und wieder den Buff, sehr gut. With weather like this, I should have taken the day off. Jedes Mal ein Spruch, echt. Was ist das da hinten eigentlich? Oh, hier ist ja noch ein Wolf. Dich habe ich ganz übersehen. Komm mal her. Du hast die Fähigkeit erzürnt. Die Anzahl der Angriffsversuche wird verdoppelt, solange die aktuelle Lebenskraft unter 50 der maximalen Lebenskraft liegt. Aha, also wenn er zu sehr angeschlagen ist. Also so zum Beispiel. Kann er zweimal angreifen. Tut er aber nicht. So, Feuer. Oh.
Das war nicht geplant. Aber okay. Komm her. Dann prüfen wir dich nochmal. So, dich plündern. Schön viele Tränke. Oh, und da ist das Ladesymbol im Boden versunken. Was bist du? So, hier hinten waren eigentlich schon die Nagas überall. Aber vielleicht laufen die jetzt ja nicht mehr draußen rum. Warum auch immer. Oh, doch tun sie. Hallo, Naga. Komm her. Bist du eine Banshee? Gucken wir gleich mal. Die hatten den argen Vorteil, dass sie mehrere Gegner auf einmal angreifen konnten. Also Gegner wären dann wir. Gucken wir mal. Aber geht gut runter, das passt. Ah. Und greift doch nur einen an. Umso besser. Weg, weg, weg. Verteidigen. Weg. Hauen. Hauen. Bye, bye. Aber hier wollen wir nicht weiter gucken. Ja, also das Ding hier, da hatte ich mich schon mal drüber gewundert. Es ist aber einfach nur Deko. Something's coming our way. Be ready. Irgendwas kommt in unsere Richtung? Wo denn? Nicht hier bei der Truhe, oder? Nö, okay, Truhe plündern. Jagdbogen, Tränke. Wir haben schon was Besseres als den Jagdbogen, oder? Wir haben genau den gleichen. Okay, kann also auch alles weg. Alles, was verkauft werden kann, kommt einfach nach hier unten. So. Schlafen. Wegen Zauberpunkten und so. Ja, das war ein Wolf direkt. Violette Flüssigkeit. Violett war früher Reaktion. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Also bekommst du mal Talana. Widerstand gegen Primärmagie. Okay. Irgendwo ein Wolf. Genau du. Komm her. Wolf und zwei Wölfe und drei Wölfe und... Okay, warte. Das machen wir anders. Dann versuchen wir von hier hinten irgendwie einen zu bekommen. Zum Beispiel den hier. Oh, das ist ein Stein. Was bist du? Perrin, eure Männer wurden schon immer beim Herumschnüffeln unserer Beute beobachtet. Bündnis hin oder her, wenn das noch einmal vorkommt, kostet es euch den Kopf. Ihr seid gewarnt, Ivan. Achso, es ist wohl ein Bündnis zwischen den Räuberbanden. Oh. Links von uns ein Gegner und die Notizen konnte man früher sich nicht angucken. Ich denke mal, jetzt klappt das. Aber erstmal töten. Feuer. Hauen, hauen. Eis. Feuer. Hauen, hauen, Eis. Feuer, hauen, hauen. Torkel, Tonk. Ganz viele Schuhe. Ich hätte mir nichts kaufen müssen. Also merkt euch das, wenn ihr spielt. Nicht unbedingt Ausrüstung kaufen, wenn man sie nicht wirklich braucht. Dann bekommt doch ab und an genau das, was man braucht. So, diese Magierschuhe verstehe ich echt nicht. Kein Rüstwert, keine Verzauberung. Warum also tragen? Also ja, es sieht ganz nett aus bei Talana mit den Magierschuhen, aber Stiefel sind einfach praktischer. So, können wir dich jetzt lesen? Oh, nee, leider nicht. Schade. Was haben wir hier? Ah, hier geht's weiter in den Wald rein. Ja, wir wollen nicht so wirklich in den Wald rein. Wir wollten eigentlich möglichst nah an der Stadt erstmal alles frei bekommen von Gegnern. Und dann zurück zur Stadt. Was kommt hier denn so? Ah, das ist diese komische Spinne. Hier hinten. Ah! Tada! Der Boden füllt sich mal wieder auf. Also kann wahrscheinlich einmal am Tag hier seine Lebenspunkte und seine Zauberpunkte voll auffüllen. Was irre praktisch ist, weil da muss man nicht schlafen. Also kann man noch länger hier draußen rumtouren, bevor man wieder in die Stadt muss. Oh, das ist nett. Aber bevor wir uns jetzt mit denen da oben anlegen, erstmal eine kleine Pause. Also bis gleich.